Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom DAX-Tobi. Heute möchte ich euch berichten über ein nicht mehr gar so streng geheimes Projekt. Ich hatte ja letzte Woche ein Video angefangen, das nannte sich eben ein streng geheimes Projekt. Doch bevor ich mit dieser Ausgabe beginne, möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, sodass ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen worden ist. Nun denn, also letzte Woche, da hatte ich ja schon mal angefangen, euch über mein streng geheimes Projekt zu berichten. Heute wird der Titel lauten eben ein nicht mehr gar so streng geheimes Projekt. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen einhaken an dieser Stelle, um was es hier eigentlich genau geht oder vielmehr, was es denn mit diesem Projekt so auf sich hat. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Honda Z50R aus dem Jahr 1979, also die Z50R, das ist die Cross Monkey, was es damals gegeben hat. Ein kleines Maschinchen ohne Straßenzulassung, war also eine reinrassige Wettbewerbsmaschine für die engagierten Nachwuchsfahrer, so im Alter von 4 bis 8 Jahren, so circa. Und ja, da hatte ich halt noch so zufällig ein Fahrgestell rumliegen. Nee, das hatte ich nicht nur zufällig rumliegen, das hatte ich mir vor Jahren, also vor etlichen Jahren mal angeschafft, weil ich mir da auch ein kleines Bike damit aufbauen wollte. Der Rahmen ist dann irgendwann in der Ecke liegen geblieben und keiner hat sich dafür interessiert, bis ich mich dann so vor circa 3 Jahren der Sache mal wieder angenommen habe. Und dann angefangen habe, einfach so Teile, die irgendwo übrig geblieben sind oder die ich mir auf Lager gelegt hatte und die sonst im Weg umgegangen wären, einfach mal an diesen Rahmen dran zu schrauben. Ich habe also da dann so in der Zwischenzeit ein kleines rollbares Chassis zusammengestellt und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, ja, warum nicht, warum könnte ich mir da nicht ein kleines Rennmaschinchen draus bauen, ein Rennerle? Und diese Idee, was ich dann eben hier gehabt habe, die habe ich dann ein klein wenig weiter verfolgt. Und habe das dann so ein bisschen weiter ausgemalt, und zwar ein Rennerchen in der Art und Weise, nicht so wie die Z50R eine Geländemaschine, sondern ich baue mir da eine kleine Straßenrennmaschine draus. Ich habe sie also jetzt auf Straßenreifen gestellt, auf 10 Zoll Straßenreifen, dazu dann eben diese Wave-Disc-Scheibe, die ich ja letzte Woche montiert hatte im Video. Eine verlängerte Schwinge ist noch dran gekommen, dann um das Ganze dann zu federn oder zu dämpfen, habe ich dann DAX-Stoßdämpfer hergenommen, die ich noch in der anderen Ecke vom Lager rumliegen hatte. Dazu kam dann ein Tank von der Z50J1, eine Replika-Sitzbank ist das. Und um den Charakter dieser Rennmaschine so ein bisschen zu unterstreichen, habe ich da eben jetzt einen flachen Lenker montiert. Der flache Lenker, der fährt sich übrigens angenehmer als erwartet. Normalerweise bei so einem flachen Lenker, bei einer Monkey, da stößt man dann ganz leicht mit den Knien an die Hände und kann dann immer lenken. Ich habe dieses Problem dadurch gelöst, ich habe eine zurückverlegte Fußrastenanlage montiert. Eine von diesen super tollen China-Fußrastenanlagen, die wirklich alles andere als Plug and Play sind. Also es hat hinten und vorn nichts gepasst bei der Montage. Ich werde mir da also noch so 3 oder 4 Abstandsbuchsen anfertigen lassen, die ich dann da unterlegen müsste. An einer Stelle, wo es darum geht, eben diese Fußrastenanlage zu befestigen. Da hat der Bohrungsabstand nicht gestimmt von den Langlöchern. Also da muss ich wahrscheinlich mit dem Dremel noch ein bisschen was ausdremeln und das ein bisschen aufweiten, dieses Langloch, dass da die Abstände zueinander besser passen. Ja, aber sonst alles in allem und im Großen und Ganzen, denke ich mal, wird das ein ganz nettes, kleines, flottes Maschinchen werden. Ihr dürft also auf die nächsten Ausgaben vom DAX-Tobi weiterhin gespannt sein. Es bleibt also wirklich spannend. Und deshalb rate ich euch, bleibt dran an der Sache, lasst auch bitte ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, sodass ihr dann immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen worden ist. Nun denn, recht viel mehr habe ich dann heute nicht mehr zu berichten. In diesem Sinne, ciao ciao und bis bald, euer DAX-Tobi.